Hier haben wir ein Lens Protective Cover, das man also wieder entfernen kann. Und zwar ist das für die Sony Nex, das sieht so aus. Sieht jetzt hier so ein bisschen kriselig aus, weil auch mal hier jeweils auf der Vorder- und Rückseite zwei Schutzfolien drauf sind. Das Ganze wird einfach dann hinten auf die Rückseite, auf das Display von der Sony Nex gemacht. Kennt man ja alle, zumindest die diesen Film gucken. Dazu klappt man einfach das Display hoch und dann nimmt man diese Plastikschutzabdeckung, entfernt auf der Unterseite dann schon einmal die Kunststoffschutzfolie. So, das ist natürlich für so Grobmotoriker wie mich nicht so optimal, aber gut, das können Sie bestimmt besser. Zack, einmal weg. Dann hat dieses Protect Cover einmal eine so Übersprünge, Kunststoffübersprünge, die also praktisch dann hier auf dem LCD-Cover befestigt werden. Unten sind die etwas länger, oben etwas schmaler, damit ist die Frage beantwortet, also die schmalen bitte nach oben. Hier sind auf dem Display so kleine Einkerbungen, da setzt man das Ganze einfach an und dann drückt man das hinten einfach runter und schon ist das Ganze fest. Dann zieht man natürlich noch die zweite Schutzfolie ab und schon sieht man hier, dass die LCD bzw. die Rückansicht der Kamera mit dem aufgesteckten Cover bzw. mit dem Protect Cover. Das Ganze kann man natürlich auch wieder entfernen, auch das ist ganz einfach. Ich muss jetzt für mich nur für Sie leider die Rückseite mal die Kamera zu mir wenden und dann einfach mit dem Daumen hier etwas unterhebeln unter die Kunststoffarretierung und dann kann man das einfach wieder abnehmen. Das ist etwas schwierig für mich, weil ich ja gucken muss, dass Sie auch alles sehen können. Also einfach einmal abmachen und schon ist das Ganze wieder weg zum Befestigen. Oben, unten drunter, zack und schon wieder drauf. Machen wir es nochmal, hier einfach leicht unterheben, damit Sie auch sehen, dass es ein bisschen einfacher geht. Und logischerweise wieder drauf. Das ist also das LCD Protective Cover von JJC für die Sony Nex.